Hallo und hallo zusammen und heute erkläre ich euch nochmal, wie es mit meinem Tourette-Syndrom ist. Ja, hier bin ich nicht bei meinem Vater, sondern bei meiner Mutter. Ja, und ich hoffe, euch hat das letzte Video gefallen und ich bitte euch, abonniert mich und ja, ich habe euch ja schon erklärt, wenn ich das hier gemacht habe, dann und meine, ja, wie soll ich das erklären? Weiß ich jetzt nicht, aber ich habe neue Ticks dazu bekommen, das werdet ihr, glaube ich, gleich noch hören. Ich zeige euch jetzt mal meine Schrift. Ich kann da nicht für, das ist mein Tourette-Syndrom schuld. Ich zeige euch mal was von Latein. Hier, das hier ist meine Schrift. Ich male mich auch immer wieder an. Also hier ist es besonders stark. Immer in der Schule. Aber das, was ich komisch finde, ist, in der Latein schreibe ich immer ordentlicher als in anderen Fächern. Ich zeige euch, was wirklich unleserisch ist. Das kann niemand lesen, also glaube ich zumindest. Ja, wartet. Aber wenn man mal ein Heft braucht, findet man das nicht. Habe ich nicht recht. Aber ich habe auch drei Katzen. Einen davon zeige ich euch mal eben. Das hier ist Lola. Ist ein Männchen. Wir lachen nämlich jetzt erst, das wäre ein Weibchen. Ja, die anderen beiden, Oscar und Heidi, sind draußen. Ja, da. Das Tourette-Syndrom ist eine unheilbare Krankheit. Also ich habe das sehr wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens. Ja, was gibt's noch zu erklären? Ja, mir fällt nichts. Also bisher fällt mir nichts mehr ein. Aber es, ja, ich finde das natürlich nicht gut. Das stört mich auch gewaltig bei in der Schule. Aber ich habe ein sehr schönes Leben. Also dann. Ja, dann sage ich mal tschüss. Tschüss.